Was ist los mit der Landwirtschaft in Deutschland? Fahren wir die gegen die Wand? Warum klagen die Bauern? Ich habe mir ein Video angeschaut mit Anthony Lee über seine Berichte und ich war so fassungslos. Ich war so entsetzt, dass ich mir gesagt habe, den möchte ich als Interviewpartner und heute ist er da. Anthony Lee, Sie waren bei der Bundeswehr, Sie waren bei der Polizei, jetzt sind Sie Landwirt und Sie sind einer der führenden Köpfe bei der Bauernbewegung LSV. Aber stellen Sie sich doch selber vor, Ihnen gelingt das viel besser als mir. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, Herr Reitschuster. Ja, mein Name ist Anthony Lee. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Bin wieder auf dem Land, seit 2010 aus Berlin, hier wieder aus Land zurückgekehrt, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und bin dann über meine Frau in die Landwirtschaft zur Landwirtschaft gekommen, habe die Ausbildung nachgeholt und bin entsetzt, wie wir in diesem Land mit der Landwirtschaft umgehen, mit der Hand, die uns füttert. Und deswegen ist auch diese Bewegung LSV 2019 gegründet worden. Wir sind also massiv nach Berlin gefahren mit 15.000 Treckern, an die 40.000 Landwirte waren dort, haben Präsenz gezeigt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es seitdem eher noch schlimmer geworden. Man will uns hier faktisch abschaffen und uns hier ersetzen und das Ganze unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und Artenschutzes, da werden wir vielleicht gleich mal drüber sprechen können, was die Beweggründe sind, aber das ist der Grund, warum es uns gibt. Ja, was Sie erzählt haben, das ist erschreckend und Sie sagten, es wirkt auf Sie fast so, als werde da ein Krieg gegen die Bauern geführt und als wolle man ein normales Existieren der Bauern unmöglich machen. Vielleicht schildern Sie das mal mit dem Pflanzenschutz zum Beispiel, der ja verteufelt wird, mit diesen ganzen Flächen, die stillgelegt werden müssen und dergleichen mehr. Also Hanebüchen, aber Sie können es besser als ich erzählen. Ja, das sind halt so viele Stellschrauben, vielleicht nur die wichtigsten Eckdaten. Wir hören ja momentan von vielen Politikern, dass morgen die Welt untergeht und aufgrund dessen versucht man ja so viel durchzudrücken, also dass hier kein Missverständnis aufkommt. Niemandem liegt mehr an Artenschutz und Umweltschutz als den Landwirten selbst und keiner hat auch Interesse, seine Böden zu vergiften oder was ähnliches, weil wir in Generationen denken. Ich kenne wirklich persönlich Betriebe, auch sitze auf einem Betrieb, der in sechster Generation arbeitet. Ich kenne auch Betriebe, die sind nachweislich bis ins 12., 13. Jahrhundert nachzuverfolgen, rückwärtig. Und das ist doch klar, dass wir immer in Generationen denken als Landwirte und wir kein Interesse daran haben, irgendwie vergiftete Produkte auf den Markt zu bringen, weil wir wissen ja auch, die nimmt uns keiner ab. Jetzt ist es aber so, dass wir mit den, gerade auch auf Europaebene, Herr Timmermans ist aktuell ganz vorne dabei, dass man mit dem Green Deal, das nennt sich bei uns dann Farm-to-Fork-Strategie, dass man drei Dinge vielleicht merken, man will also 10% der gesamten europäischen Agrarfläche, also 10% ganz Europas, komplett stilllegen im Sinne des Artenschutzes. Man will 25% auf Bio umstellen, ja, wir in Deutschland, Herr Özdemir möchte sogar 30% auf Bio umstellen. Grundsätzlich kein Problem. Bio ist ist ein Nischenprodukt, was durchaus seine Berechtigung hat. Völlig klar, mein Nachbar ist auch Biolandwirt. Nur das Problem momentan, wir sehen es anhand der hohen Inflation, es kauft keiner mehr die Ware, weil sie einfach zu teuer ist. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, da müssen wir uns als Gesellschaft auch in so eine eigene Nase packen, am Regal in die Moral, das sehen wir gerade massivst. Und die Biobauern haben massive Probleme, ihre Ware loszuwerden. Ja, teilweise kommen die sogar auf den konventionellen Markt, um die Ware überhaupt loszuwerden und kriegen dafür nicht viel, viel, viel weniger. Ein Biobauer muss auch mehr Geld erlösen, weil er auch maximal 50% Ertrag hat im Getreideanbau zum Beispiel. Und deswegen ist es irre, auf 25%, sogar bei uns auf 30% zu gehen. Das regelt der Markt. Und dann ist es noch das ganz schlimme Punkt 3 bei der Farm-to-Fork-Strategie, dass man 50% unserer Pflanzenschutzmittel wegnehmen möchte. Jetzt weiß ich ja, dass es draußen immer so ankommt bei dem Volksmund, das sind alles Pestizide, die wollen es vergiften. Dann dürfen sie aber auch nicht mehr zum Arzt gehen und sich Medikamente verschreiben lassen, weil wir setzen die nur ein, um unsere Pflanzen zu schützen vor Krankheiten. Wir setzen nicht ein, um mehr Ertrag zu generieren, was ich mal höre. Der Ertrag kommt durch den Dünger und durch vielleicht auch Saatenzüchtung und sowas, aber nicht durch die Pflanzenschutzmittel. Wir sichern damit Erträge. Ein Paradebeispiel, wie es nicht gehen darf, ist Sri Lanka. Letztes Jahr gab es massive Unruhen. Die Regierung wurde gestürzt, der Präsident musste aus dem Land fliehen, weil man 2019 gesagt hat, wir verzichten komplett auf Pflanzenschutzmittel und auf mineralischen Dünger, also Kunstdünger. Der Erfolg war Missernte nach Missernte, Hungersnöte ohne Ende. Und wir sehen es aufgrund der geopolitischen Lage, dass es vollkommener Irrsinn ist, bei uns, gerade in Europa, darauf zu verzichten. Und das Ganze passierte unter dem Deckmantel des Klima- und Artenschutzes.
Jetzt muss jedem klar sein, wenn wir hier Fläche stilllegen, ich bin ein reiner Ackerbauer, also ich mache Getreide. Wenn ich einen Hektar hier stilllege bei mir, muss der woanders auf der Welt mit dem Faktor 3 wieder generiert werden. Das heißt also, es ist zwar schön, wenn wir hier uns hier im Bullabü schaffen, alles wunderbar ist. Ich meine, wir sehen es ja gerade bei der Atomkraftdebatte, ist ja komplett lächerlich, dass wir hier weiterhin Atomstrom importieren. Holland plant gerade, Niederlande planen neue AKWs zu bauen und wir schaffen uns hier ab. Das ist irre. Und das passiert, das war jetzt nur ein ganz kleiner Abriss, das passiert aber im ganz großen Stil mit Auflagen, mit Gesetzesvorhaben, die uns so einschränken, dass wir auch gar keine Unternehmer mehr sein dürfen. Uns wird ja vorgeschrieben, was wir anzubauen haben. Von jemand am Schreibtisch sagt den Landwirten, was er wo anzubauen hat. So ist es inzwischen schon und nächstes Jahr wird es noch viel schlimmer. Das heißt, wir sind nur noch ausführende Organe und sind nicht mehr die Landwirte, die auf ihren Flächen genau wissen, wie wir am besten dort wirtschaften können. Ich habe mich kürzlich mit einem Unternehmer getroffen aus dem Finanzbereich, der älter ist schon und er sagte, ihm macht es keinen Spaß mehr. Er sagte heute, 40%, wenn nicht mehr, seiner Arbeitszeit hat er mit Regulatorien, mit Bürokratie, mit all diesen Dingen zu tun, die nicht mehr die eigentliche Arbeit seien. Und als er angefangen hat, sagte er, waren das 5% oder vielleicht 10%. Und diese Regulierungswut, sagte er, die sei immens. Gibt es in der Landwirtschaft auch solche Probleme oder sind Sie da relativ befreit davon? Ich glaube, wir sind da sogar führend. Ich habe das gerade schon mal versucht anzudeuten. Nächstes Jahr wird es so sein mit der neuen GAP-Reform. Also das ist also die Agrarreform, die gelaufen ist. Also uns wird ja vorgeworfen, dass wir Subventionen aus Brüssel erhalten. Also muss man wissen, das sind Agrarausgleichszahlungen, die es seit Anfang der 90er Jahre gab, damit wir auf dem Weltmarkt bestehen können. Die werden immer, immer, immer weiter zurückgeschraubt. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, der einzige Grund, warum das ist, ist, dass man uns diktieren kann, wie wir zu wirtschaften haben. Dass man uns unter Kontrolle hat. Ich meine, fragen Sie jeden Landwirt draußen, wir werden sanktioniert, sobald irgendwas auch nicht ansatzweise läuft, so wie es im Sinne des Staates oder des Gesetzgebers sein soll. Bei uns haben wir Kontrollen ohne Ende. Meine Frau hat Landwirtschaft studiert, die sitzt mehr vorm Schreibtisch, als sie irgendwie draußen auf dem Feld sein kann. Ich meine, das ist doch nicht mehr normal. Dass es Kontrollen geben muss, ist alles in Ordnung. Aber mich ärgert es, wenn ich immer von Politik höre und da mache ich alle Parteien für verantwortlich, alle Regierungen, die wir die letzten 20 Jahre hatten. Wer vom Bürokratieabbau spricht, der sagt die Unwahrheit. Das gab es noch nie. Ich weiß gar nicht, das gibt es in keinem Wirtschaftszweig, glaube ich. Aber das Schlimme halt bei uns in der Landwirtschaft ist, dass wir noch nicht mal an unseren Produkten, an unseren Leistungen ein Preisschild dranhängen können. Weil wir müssen immer das, was unser Gegenüber, ich sag mal hier gerade auch das mächtige Oligopol des Lebensmitteleinzelhandels, Aldi, Edeka und Co., die diktieren ja, wie es läuft, was bezahlt wird. Und das Schlimme an der ganzen Nummer ist, dass man uns hier, ja, ich sag mal, wirklich ausnutzt. Und ich kann Ihnen da Beispiele erzählen aus dem Obst- oder Gemüseanbau, Spargelanbau und Erdbeeren. Wir haben es in diesem Jahr gesehen. Auch Kirschen in der Erntezeit, wo wir liefern müssen, importiert der Lebensmitteleinzelhandel aus aller Welt Kirschen aus der Türkei, Erdbeeren aus Spanien, aus Italien. Genau dann, wenn wir liefern müssen, und drückt uns in den Preis. Und das ist einfach die Unehrlichkeit bei diesen, ja, doch so angeblich netten Kaufmännern. Da kann ich nur drüber lachen, wenn ich das höre. Aber da könnte man uns helfen, da könnte man den Gesetzgeber, der könnte auch Barrieren stecken, dass es zum Beispiel auch im Sinne des Verbrauchers so ist, dass man nur Ware importiert innerhalb, also in die EU, die auch unsere Standards haben. Ich meine, beim Auto ist das vollkommen normal. Wenn der Japaner, der Amerikaner Autos importiert, müssen die Standards erfüllen, das ist jedem klar. Die müssen verkehrssicher sein. Bei Lebensmitteln gilt das einzige Kriterium, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sein dürfen. Und ich finde, das ist einfach viel zu wenig. Wir haben Auflagen mit Tierwohl, mit Umweltauflagen, mit Sozialstandards. Die gibt es in den Ländern, wo unsere Ware herkommt, überhaupt nicht. Mindestlohn. Mindestlohn 12 Euro, gönne jedem das Geld. Das ist aber gerade auch bei uns für die Obstanbauer ein massives Problem. Weil wir das natürlich auf den Preis aufschlagen müssten. Jetzt kommt aber dann die Ware aus den Maghreb-Staaten. Nehmen Sie jetzt mal an, Himbeeren, da können Sie gar nicht mithalten. Heidelbeeren, wie wollen Sie da mithalten? Aus Ländern, die nicht ansatzweise unsere Standards haben. Beim Tierwohl ist genau das Gleiche. Also jeder Landwirt, wir können alles umsetzen, was politisch gefordert ist. Aber wir können doch nicht hier, ich sag mal, ein Bullabü schaffen für die Tiere, wo, ich meine, gehen Sie mal in die Großstadt. Ich habe ja mal in Berlin gearbeitet. Da wohnen ja Leute teilweise in Bedingungen, so wohnen unsere Tiere noch nicht mal. Aber wir können gerne für die Tiere machen, was politisch gefordert ist. Dann muss aber
ich sag mal, der andere, der das liefert und was im Regal liegt, das Produkt muss ja mindestens die gleichen Standards haben. Sonst haben wir einen völlig verzerrten Wettbewerb. Wir haben keine Waffengleichheit in der Landwirtschaft hier in Deutschland und das ist selbst innerhalb der EU so. Geht es vielen Landwirten an die Existenz? Absolut, absolut. Natürlich gibt es momentan auch Bereiche, wo man auch Geld verdient. Wir sind sehr volatil in unserem Einkommen, was wir generieren in der Landwirtschaft. Aber wir haben allein in dem letzten Jahr 2000 Schweinemastbetriebe verloren. Weil jeder, muss sich vorstellen, jedes Schwein, was momentan den Hof verlässt, da legen sie pro Schwein, was sie abliefern als Landwirt, 45 bis 50 Euro dabei. Also geht es gar nicht mehr um Geld verdienen. Hier geht es einfach nur noch um das Überleben zu sichern vom Betrieb. Man Jeder zahlt andere drauf müsste drauf 45 auflegen. Euro, oder habe ich das richtig Drauflegen, verstanden? ja, auflegen. Sie Was? geben, ja, na klar, das ist leider in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen. Und das liegt natürlich auch daran, weil wir natürlich bei uns ist die ganze Preistreiberei, was Energie, aber auch Futterkosten und Sie haben es gerade gesagt, Lohnkosten, die sind natürlich bei uns genauso gestiegen wie bei dem normalen Bürger da draußen auch. Nur das Problem ist, wir generieren damit nicht mehr Geld. Das Kilo Schwein kostet immer noch weit, weit, weit unter 2 Euro. Wir müssten aber für 2,40 € momentan für ein Kilo Schweinefleisch bekommen. Und das ist das Problem. Und ich sage noch mal eins, wir reden die ganze Zeit von Versorgungssicherheit, von hohen Energie und so oder wie knappe Energie. Wir vergessen immer die wichtigste Energie, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Das sind nämlich Lebensmittel. Die sind auch aus Sonne, aus Erde und aus Know-how der Landwirtschaft entstanden. Und wenn wir das hier alles abschaffen, und das passiert gerade, also wir haben ein Höfesterben, selbst bei Milchviehbetrieben, obwohl die gerade an die 60 Cent für den Liter Milch bekommen, da hätten wir vor 2 Jahren Luftsprünge gemacht, sterben jeden Tag 6 bis 7 Betriebe in Deutschland. Und wenn das alles weg ist, dann ist das genauso wie bei der Kohle, wo wir jetzt aus Kohle aussteigen wollten und versuchen gerade verzweifelt, weil wir in einer Notlage sind, verzweifelt die Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu bringen. Die Mitarbeiter sind gar nicht mehr da. Aber bei uns ist es so, wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb aufgibt, ist der weg. Und gerade auch, ich habe von den Mastbetrieben gesprochen, also die Schweine, die jetzt ausgewachsen sind, die dann halt verkauft werden. Viel schlimmer ist ja noch bei den Sauenbetrieben, die Sauen halten und Ferkel erzeugen. Und ich sag mal, die brauchen ja ungefähr, grob kann man sich schätzen, so schätzen 1,5 Jahre, bis da, von der Geburt bis zur Mast, ein ausgewachsenes Schwein, bis das dann auch fertig ist. Das heißt also, wir können das nicht mal eben so wieder hochfahren, mal abgesehen davon, dass die Betriebe ja gar nicht mehr da sind, aber selbst wenn man es wollen würde. Und wir setzen diese Versorgungssicherheit so dramatisch aufs Spiel und ich verstehe nicht, dass die Gesellschaft, aber vor allem auch Politik, das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also man kann das alles ersetzen, das geht alles. Aber wir sehen ja gerade bei trockenen Perioden, die wir auf der Welt hatten, Argentinien, Brasilien, die haben viel weniger geerntet als eigentlich ja, gedacht und haben dann auch Exportverbote erhoben. Oder Indien. Indien exportiert normalerweise auch viel Getreide. Hat es dann auch nicht mehr getan, hat gesagt, India first. Ich meine, ich würde mir auch mal wünschen, dass wir auch mal auf solche Gedanken kommen bei uns in Deutschland. Aber wir meinen, dass alles im Überfluss da ist. Mag ja auch sein, dass wir dann mit viel Geld, was wir haben, das kaufen können. Nur wir kaufen anderen etwas weg. Das vergessen wir ja auch immer. Und die Ware, die gerade so knapp ist, wir sehen es aufgrund des Ukraine-Krieges, dass ein Drittel des Getreides aus Russland und aus der Ukraine momentan halt, ich sag mal, wenn es physisch da ist, schwer aus der Region rauskommt und gleichzeitig fahren wir hier alles runter, legen beste Böden still. Und das ist für mich einfach unverantwortlich, was wir machen. Und wie gesagt, mir fehlt die politische, aber auch die gesellschaftliche Debatte darüber. Was steckt denn dahinter in Ihren Augen? Ist es einfach Unfähigkeit? Will man schaden? Oder was könnte das Motiv sein? Ja, wir haben ein gutes Beispiel, was gerade in Holland passiert. Wir haben ja vom Dreivierteljahr massive Proteste in Holland gesehen, die übrigens weitergehen. Man hat das bewusst aus den Medien sehr geschickt rausgehalten, was mich echt gewundert hat, dass man das hinbekommen hat. In Holland ist es so, dass der Gesetzgeber wenigstens so ehrlich ist und sagt, ein Drittel der Landwirte müssen weg. Die müssen einfach weg. Angeblich aufgrund von Nitratproblemen. Das Gleiche macht man bei uns auch. Man hat aber, das muss man der holländischen Regierung wenigstens zugutehalten, man bietet den Landwirten Geld dafür, dass sie Betriebe aufgeben. Und wenn sie dann unterschrieben haben, dass sie den Betrieb aufgeben, dafür Geld kassieren, müssen sie sich verpflichten, nie wieder den Beruf des Landwirts auszuüben. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und bei uns macht man das ganz still und heimlich.
Wir haben bei uns Düngereform nach Düngereform. Das heißt, wir dürfen weniger Dünger ausbringen, angeblich aufgrund von Nitratproblemen. Ich weiß nicht, kennen Sie jemanden, der an einer Nitratvergiftung gestorben ist oder im Krankenhaus liegt? Ist mir nicht bekannt. Im gleichen Atemzug sagt unsere ehemalige Umweltministerin Frau Schulze, wir haben das beste Trinkwasser der Welt. Stimmt ja auch, aber man gaukelt uns immer vor, dass wir fast sterben, wenn wir unser Wasser trinken, weil die Landwirte das Grundwasser vernichten. Das Ganze fußt auf einer Reform oder Gesetze, ein Gesetzesvorhaben aus 2012. Da musste jedes EU-Land die Durchschnittswerte seiner Brunnen melden, also der Trinkwasserqualität. Das haben auch alle getan, außer Deutschland. Deutschland hat nur die Höchstwerte gemeldet. Und aufgrund dessen hat Brüssel natürlich gesagt, Deutschland, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Und aufgrund dessen haben wir drei Düngeverordnungen und jetzt gerade aktuell nochmal eine extreme Düngeverordnung. Und wir weisen überall rote Gebiete aus in Deutschland. In diesen roten Gebieten dürfen Sie als Landwirt die Pflanze nur 20% unter Ihrem Bedarf düngen. Es muss natürlich jedem klar sein, vergleichen Sie mal mit Ihren Kindern, wenn Sie kleine Kinder haben und geben denen nur 80% Ihres Tagesbedarfs. Da haben Sie dann Krankheiten, Wachstumsprobleme, das haben wir ja auch. Das haben wir dann in den Pflanzen auch, mal abgesehen davon, dass wir die Qualitäten gar nicht hinbekommen. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal nicht in der Lage, brotbackfähigen Weizen zu produzieren, zumindest genug für unsere Mühlen und müssen was importieren. Wie gesagt, keiner streitet ab, kein Politiker streitet ab, dass es so ist, dass wir wirklich nur die Höchstwerte gemeldet haben. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass auch die neue Regierung, und ich habe das unserer Staatssekretärin von Herrn Özdemir mal vor ein paar Monaten in Bonn auf einer Demo gesagt, melden Sie doch einfach mal die echten Werte, dann hätten wir viele Probleme in Deutschland gelöst. Weil es ist jetzt so, dass vor 3 Wochen erst neue Gebiete ausgewiesen wurden. Allein in Nordrhein-Westfalen hat man nochmal 507.000 Hektar. Also ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. 507.000 Hektar zusätzlich nochmal als rotes Gebiet ausgewiesen. Das heißt, wir werden dort überall viel weniger Erträge haben, viel schlechtere Qualitäten haben. Und das Ganze angeblich im Sinne des Umweltschutzes, obwohl wir die Problematik gar nicht haben. Und wenn wir sie haben, spricht ja nichts dagegen. Kein Landwirt drückt sich davor, sich zu beweisen und zu sagen, okay, wenn ihr mir nachweist, dass wir tatsächlich kausal sind dafür, dass das Nitrat zu hoch ist, dann muss der Landwirt was machen. Drückt sich keiner vor. Politik hat uns die letzten Jahre, ich war ja bei Gesprächen dabei, hier in Niedersachsen mit dem Ministerium, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, wir wollen ein Verursacherprinzip haben. Aber momentan ist es so, wir haben ein viel zu geringes Messstellennetz in Deutschland. Alle anderen haben viel, viel besseres Messstellennetz. Und jetzt stellen Sie sich vor, von der Autobahnbrücke wird geblitzt. Der vor Ihnen fährt viel zu schnell, überholt Sie mit 180, 120 ist erlaubt. Und alle 20 Autos um ihn herum werden auch geblitzt mit 180, obwohl die jetzt gar nicht gefahren sind, nur ein einziger. Und so ist es bei uns momentan auch. Sie haben einen Brunnen, der ist rot. Und in einem 20 Kilometer Radius müssen alle Landwirte dort 20% unter dem Bedarf nur düngen, der Pflanze. So irre ist es. Das sind, wie gesagt, nur ein paar Beispiele von dem Wahnsinn, von dem bürokratischen Apparat, der hier läuft. Und Ihre Frage war ja, ist das Absicht? Ja, es ist Absicht. Was will man bezwecken? Nun, in Holland streiten viele gar nicht ab. Man braucht Fläche. Die Bevölkerungszahl wächst. Man braucht unbedingt Fläche für Industrie. Man braucht Fläche für Wohnungen. Und gerade in Holland ist das sogar für mich sogar plausibel. Kleines Land. Und bei uns, ja, man will hier ein Bullerbü schaffen, man will sich irgendwie aufgrund von ideologischem Wahnsinn hier ja, ein Märchenland schaffen. Und wo die Produkte herkommen, ist dann den politischen Akteuren vollkommen egal. Ich sagte ja gerade, die Kriterien gibt es nicht. Frau Klöckner hat uns noch in ihrer Amtszeit gesagt, als wir dann völlig zu Recht darauf hingewiesen haben, ja, aber unsere Biodiversität hier ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen besser, wobei die ist schon echt gut. Und wenn man von Artensterben spricht, passiert das ja nicht bei uns. Man muss das ja ganz global sehen. Wenn der Regenwald abgeholzt wird in Brasilien, ja, na klar ist das schlecht für die Umwelt. Na klar ist das schlecht für Artenschutz. Da streitet doch niemand ab. Nur wir forcieren das ja, wenn wir hier Fläche stilllegen. Also unsere besten Universitäten hier haben gesagt, der Green Deal ist ein schlechter Deal für den Planeten. Wenn wir hier das umsetzen, die 3 Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, müssen wir 8 Millionen Hektar stilllegen. 8 Millionen. Und wir würden zusätzlich jedes Jahr 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ausstoßen. Das heißt, für das Klima ist überhaupt nichts gewonnen, fürs Artensterben ist eh gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, wir forcieren das nochmal. Und deswegen wundert es mich auch, dass alle anderen Parteien, die jetzt nicht grün sind, diesen ganzen Wahnsinn mitmachen. Das verstehe ich halt nicht. Sie haben in einem anderen Interview, habe ich gehört, haben Sie gesagt, die wollen uns zurückbringen in die Zeit vor 100 Jahren.
Naja, also wenn man ab und zu den Grünen wirklich mal so zuhört, wäre es denen lieb, wenn wir halt nicht mehr mit dem Trecker pflügen würden, sondern wirklich mit einem Ochsen noch, mit so einem Einscharflug. Und dann, ja, ich muss es mal wirklich so sagen, es ist abenteuerlich, wenn ich auch von, ich kann diesen Begriff CO2-neutral ja gar nicht hören. Ja, also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wir atmen jetzt, durch unser Gespräch stoßen wir CO2 in die Luft, das ist nun mal so. Und man lügt aber auch, ich sage bewusst jetzt das Wort lügen, das sage ich nicht oft, aber man lügt bewusst, um den Menschen auch einfach Mist zu erzählen. Ne? Sie gucken sich mal Eckart von Hirschhausen in der Sendung Wissen vor 8 an, der dann davon berichtet, dass unsere Kühe das Klima kaputt pupsen. Es ist nachweislich, dass wir vor 100, 150 Jahren mehr Wiederkäuer auf der Welt hatten. Und das ist ein biogener Kreislauf. Ob Sie den verändern oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Da können Sie gar nichts dran machen. Und 97% des CO2 ist nun mal natürlich. Und daran brauchen Sie auch nicht rangehen. Es ist durchaus richtig, dass man halt aus der Emission rauskommt, was Gas und Öl angeht. Da spricht ja nichts dagegen, da weniger oder da vielleicht irgendwann mal komplett rauszugehen. Nur das will man ja auch nicht. Man setzt ja wirklich nur auf E-Autos. Oder wir haben nur die Idee, mehr Wind und mehr Solar oder zu bauen, 2% der ganzen Fläche in Deutschland. Und fahren Sie jetzt mal mit offenen Augen. Ich bin am Wochenende von Frankfurt nach Schleswig-Holstein hochgefahren. Der einzige Bereich, wo sich Windräder drehen momentan, ist an der Küste und nicht irgendwo im Inland. Ja, und das verstehen Grüne auch gar nicht, dass ich davon so viel bauen kann, wie ich will. An solchen Tagen, wenn kein Wind weht, kann ich auch 5 Milliarden Windräder haben. Ich kann auch ganz Deutschland mit Solar zupflastern. Das bringt nun mal nichts. Lösungen hätten wir in der Landwirtschaft. Wir haben Biogasanlagen. Wir produzieren mit unseren aktuellen Biogasanlagen 10% des gesamten deutschen Gasverbrauches, könnten mit wenig Aufwand auf 20% hoch. 20% des gesamten deutschen Gasverbrauchs. Man lässt sich gerade feiern, dass man heute, ich glaube, heute ist es sogar so, dass man in Wilhelmshaven das erste LNG-Terminal feierlich einweiht, wo man nur 3% generieren möchte. Und welches Gas kommt denn da an? Das ist ja auch der Punkt. Gefracktes Gas aus USA oder russisches Gas, was über China hierher kommt, was ja trotzdem russisch ist. Aber das ist genau die Agenda in der Landwirtschaft. Wir sagen, ja, wir kaufen ja kein russisches Gas. Kaufen wir doch. Ist nur halt über Umwege und wird dann teurer. Und fahren das mit einem mega fetten CO2-Fußabdruck hier rüber. Und allein schon das Verflüssigen und wieder in anderer Form bringen, verbraucht so viel Energie. 20% sind davon weg. Die verpuffen bei dem Vorgang. Das interessiert uns alle nicht. Wir wollen es hier reinwaschen. Und das Gleiche erleben wir in der Landwirtschaft. Wenn man das wollen würde, würde man auch andere Energieträger setzen. Und wir haben Alternativen mit Biogas. Wir könnten dezentral Energie erzeugen. Die Franzosen machen das. Die Franzosen haben Biogasanlagen. Die muss man dann umstellen, muss man umbauen, dass man da CH4, also Methan, daraus produziert. Das muss in Deutschland einen Reinheitsgrad von 99% haben. Bei uns reichen, in Frankreich reichen 97%, in Polen 80%. Das ist dieser ungleiche Wettbewerb in der EU, was ich vorhin ansprechen wollte. Da kann ich Ihnen tausende Beispiele nennen. Und die leiten das sofort direkt ins Netz ein. Und wie gesagt, wir könnten 20% des Gasverbrauchs sofort abdecken mit den jetzigen Biogasanlagen. Nur Herr Habeck kommt auf eine Idee. Er möchte ja, ist ja momentan, scheint Mode zu sein, Gewinn abschöpfen. Nur Herr Habeck möchte nicht bei uns die Gewinne abschöpfen bei Biogasanlagen, sondern er möchte vom Umsatz 90% abschöpfen, vom Umsatz wohlgemerkt, weil das ist. Wir wissen ja nur, dass Habeck den ganzen Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz noch nicht richtig verstanden hat, zwischen Insolvenz und Nicht-Insolvenz. Das hat er ja mehrfach bewiesen. Aber man möchte das, wie gesagt, deckeln. Man kriegt über die EEG, nehmen wir jetzt mal die Zahl 20 Cent an, dann kommen 3 Cent obendrauf für eine Kilowattstunde. Und Herr Habeck möchte alles darüber sofort abschöpfen. Das sind aber keine Gewinne. Das ist ein Umsatz. Weil Sie müssen in der Biogasanlage ja jeden Tag dran arbeiten. Nicht anders als bei einer Solaranlage. Ich baue zufälligerweise heute gerade eine große hier. Die lassen sie 20 Jahre laufen. Dann muss ich vielleicht mal kurz gewartet werden, falls das kaputt geht. Ansonsten freuen sie sich, dass die Sonne scheint. Wie wird das Die müssen Biogas jeden Tag erzeugt arbeiten. über... Genau, Biogas wird dann erzeugt bei uns hauptsächlich in der Landwirtschaft, indem wir dort Mais, Zuckerrüben oder ähnliches Abfall oder Gülle reinfahren. Und es gibt auch Anlagen, die laufen halt komplett mit, bei uns wären es Abfälle. In Frankreich ist es komplett anders. Biertreber, Molke, Maisschlampe und all sowas kann man da Durch reinfahren. Und Vergärungsprozesse. für den Vergärungsprozess, die Bakterien produzieren dann halt das Gas. Und man muss halt das Gas reinkriegen über so eine Membran, grob gesagt, über eine Membran, die pumpen sie da durch, dann entweicht das CO2
Und aufgrund dessen entsteht dann halt CH4, also das Gas, das Ah. reine Gas, was wir halt verfeuern können. Ne? Und wie gesagt, das ist dann dezentral, das können wir alles machen. Aber Sie sehen ja, man fokussiert sich in Deutschland wirklich nur auf diese beiden Energieträger, Wind und Solar. Ich habe nichts dagegen, das ist in Ordnung, nur man muss es da einsetzen, wo es funktioniert. Ich sage ja gerade, an der Küste ist nachweisbar. Solar funktioniert überall, es gibt auch Bereiche, wo es besser ist. Aber es ist doch völlig irre, dass man nur diese beiden Energieträger und alle anderen ausklammert. Nehmen Sie mal das Beispiel in Bayern, Wasserkraft. Nur aufgrund der CSU hat man ja die kleinen Anlagen noch in der Förderung behalten können. Die neue Regierung wollte die rausnehmen. Das ist doch vollkommen irre, was hier gerade läuft. Und Ist das die Solar- und Windlobby oder was steckt da dahinter? naja, das ist schon ein fetter Milliardenmarkt, da machen wir uns mal nichts vor. Ne? Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber schauen Sie einfach mal, wer in den Ministerien drin sitzt. Ja? Die ist voll mit NGOs, die quillen über, das geht bei unserer Außenministerin mit Frau Morgen los. Dann gehen Sie mal weiter, gucken Sie mal bei Frau Schulz, da sitzt ja Flassbart vom NABU, bei Herrn Özdemir, BUND und bei Frau Lemke genau das Gleiche. Also das ist schon, naja, da muss man jetzt nicht unbedingt ein Verschwörungstheoretiker sein, um das einfach zu durchschauen. Da müssen Sie einfach nur unfallfrei bis fünf zählen können und dann sehen Sie, was für eine Agenda hier gefahren wird. Ach, es ist erschreckend. Und wer das kritisiert dann wie Sie, der wird sofort in die rechte Ecke gestellt. Passiert bei Ihnen ja auch. Ja, ein Taz-Artikel habe ich gelesen, wo Sie. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Das ist ja, das versucht man ja heutzutage immer. Bleiben Sie standhaft und dann irgendwann geben die nach. Aber dann suchen Sie sich ein anderes Opfer. Aber das ist leider so. Wir haben keine ehrlichen Debatten in Deutschland. Wie gesagt, ich habe es ja gerade versucht zu erklären. Wir Landwirte sperren uns vor gar nichts. Wir sind diejenigen, die mit Erneuerbaren angefangen haben. Wo passiert denn das Ganze? Das passiert auf unseren Flächen. Ich kann Ihnen Landwirte sagen, das sind Energiewirte, also Windenergieanlagenbauer der ersten Stunde. Und ich verstehe auch gar nicht, ich habe ein E-Auto gekauft. Ja, ich bekenne mich, ich habe neulich ein E-Auto geleast. So, und dann konnte ich meinen Fahrzeugschein einsenden an irgendein Startup in Berlin. Und ich habe gedacht, was machen die damit? Ja, sie kriegen 400 Euro, Herr Lee, wenn sie das dann da einreichen. Okay, weil die verkaufen CO2-Zertifikate. Ja, aber das ist doch mein Auto. Aber so läuft es ja bei uns. Und das schauen Sie mal hin, wer alles CO2-Zertifikate verkaufen kann. Wer ist denn wirklich der echte Klimaschützer? Das ist die Land- und Forstwirtschaft. Ich glaube, in der Stadt sehe ich keinen, der das macht. Wer speichert denn CO2? Wer produziert denn Sauerstoff? Das sind wir Land- und Forstwirte, die das machen. Meinen Sie, wir kriegen irgendwie dafür Geld oder CO2-Zertifikate? Nein, wir müssen uns als Umweltschützer, als Umweltkiller, als Tierschänder, als Grundwasserverseucher beschimpfen lassen und produzieren jeden Tag die nachhaltigsten, gesündesten Lebensmittel, so günstig wie es geht, so nachhaltig wie es geht. Und trotzdem schlägt man die Hand von denjenigen, die dieses Land ernähren, die für 100 oder ja jetzt 80 Jahre Frieden sorgen. Und das ist für mich als Seiteneinsteiger in der Landwirtschaft überhaupt nicht nachzuvollziehen. Das Problem ist einfach, der Landwirt selbst, das muss man uns auch mal oder müssen wir uns selbst ankreiden, wir waren 20 Jahre einfach zu ruhig. Wir haben das hingenommen. Wir haben das einfach umgesetzt als Befehlsempfänger, was Politik von uns wollte. Und das war ein Riesenfehler, den wir gemacht haben. Aber wir wehren uns jetzt und das Maß ist auch voll. Ich meine, was überhaupt nicht diskutiert wird, was meinen Sie, was wir für eine Suizidrate in der Landwirtschaft haben? Was meinen Sie, wie viele in ärztlicher Behandlung sind? Was meinen Sie, wie viele Landwirte mich anrufen, weil ich inzwischen ein bekanntes Gesicht bin, die mir sagen, Herr Lee, tun Sie mir bitte einen Gefallen, reden Sie meiner Tochter, reden Sie meinem Sohn aus, dass er den Betrieb übernimmt. Wo sind wir denn angekommen in diesem Land, dass sowas gerade passiert? Dass man Schulbücher schreibt, wo ganz klar drin ist, dass der Landwirt böse ist, der Landwirt vergiftet die Biene und sowas. Gehen Sie mal nach Baden-Württemberg, gucken Sie sich Schulbücher mal an. Das kann doch nicht sein, dass unsere Kinder in der Schule momentan gemobbt werden. Du kommst ja von dem bösen Bauernhof. Das ist doch hanebüchen. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich habe nach meiner Bundeswehrzeit ein Jahr die Welt bereist. Das gibt es nur in Deutschland sowas. Das ist unverschämt, was hier läuft. Und das machen wir auch nicht mehr mit. Wir wehren uns, die wenigen, die wir jetzt sind, wir wehren uns, weil, und das versteht Politik auch nicht, wir sind mit dem nachgelagerten Bereich der größte Arbeitgeber in Deutschland. Wir stellen die meisten Arbeitsplätze, also wirklich vor der Autoindustrie. Und ich sage, Sie müssen es im ländlichen Raum mal gucken. Schauen Sie mal, wie viele Betriebe zugemacht haben. Stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und die ganze Wertschöpfung, die wir hier auf dem Land generieren, nicht nur wir, wie gesagt, der ganze nachgelagerte Bereich, alle Handwerker, die bei uns arbeiten, ja, die sagen ja auch, wenn ihr nicht mehr da seid, dann gibt es Probleme. Wir sind echter Mittelstand. Und wenn wir weg sind,
Ja, dann wollen wir mal gucken, wie der ländliche Raum aussieht, aber auch, wie gesagt, wie dieses Land dann aussieht. Werden wir uns dann immer mehr in Abhängigkeit begeben. Sie haben jetzt gesagt, in den Niederlanden verstehen Sie das Motiv, da geht es um Land. Was kann das Motiv in Deutschland sein? Hypermoral? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich kann das natürlich alles nicht beweisen. Ich kann ja nur jetzt mein subjektives Empfinden geben. Aber man braucht unsere Flächen hier vor allem. Momentan ist es so für Freiflächen Photovoltaik. Das ist ja auch so ein Unding. Agro-PV nennt sich das. Das heißt, wir überdachen unsere besten Ackerböden, auch bei uns in der Region, mit Photovoltaik. Und dann ist Landwirtschaft vorbei. Da ist dann gar nichts mehr. Und statt wir erstmal alle Dächer zupflastern und von mir aus auch auf die Autobahn zupflastern oder irgendwelche Radwege zupflastern, nein, man macht es jetzt gleich in der Fläche. Und das Gleiche gilt bei Windenergie, auch genau das Gleiche. Also dafür braucht man schon mal die Flächen. Dann ist es natürlich auch so eine, wie soll ich das sagen? Ja, ich sag mal, die ganzen Naturschutzverbände und sowas. Wir weisen ja immer mehr Naturschutzgebiete aus. Das machen wir schon seit Jahren. Wir haben ja noch nicht einmal evaluiert, hat überhaupt dieses Naturschutzgebiet irgendetwas gebracht? Weil dann, wenn man das machen würde, würde man feststellen, ja, das war jetzt doch nicht so doll, weil wir in der Landwirtschaft, wir fördern ja auch Artenvielfalt. Also der eine oder andere mag jetzt sagen, was spinnt er denn jetzt schon wieder? Aber ich bin Jäger, ich sehe das. Ich meine, wir hatten vor 30 Jahren wirklich Probleme, einen Rückgang von Hasen zum Beispiel, aber auch von Rebhühnern und Fasanen. Wir haben bei uns im Revier einen massiven Zuwachs, weil wir auch als Landwirte uns verändert haben. Wir haben viel weitere Fruchtfolgen. Das heißt, jedes Jahr steht dort auf dem Feld etwas anderes. Wir haben Zwischenfrüchte, dass im Winter auch immer was draufsteht, wie Grünäsung für das Wild, aber auch für die Insektenvielfalt. Und also das will man anscheinend alles weghaben. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die NGOs, NABU und BUND, sind übrigens auch die größten Subventionsempfänger aus Brüssel. Allein der NABU und BUND haben an die 10 Millionen Euro nur Flächenprämie bekommen, also Subvention für die landwirtschaftlichen Flächen, die die haben. Ursprünglich soll das ja für die Leute sein, die da auf diesen Flächen etwas Produktives machen, also Nahrungsmittel produzieren. Aber ich kriege das ja hier, ich bin ja nun auch hier in der Kommunalpolitik unterwegs, die kriegen ja teilweise Flächen geschenkt. Also das ist ja absolut irre, was hier gerade läuft. Und momentan ist es ja sogar so, dass wir im Osten relativ viel Fläche haben, die aus den alten LPGs rauskommt. Die werden vom Staat momentan verschenkt an Naturschutzverbände. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man, das ist alles, was ich hier sage, das kann jeder recherchieren, das stimmt alles. Und die kriegen dann Geld aus Brüssel dafür. Ist ja wenig Ja, Geld. klar, das ist ja nicht. Genau, die kriegen ja dann das Geld, was uns ja vorgeworfen wird, von mir aus. Und da, ich sage, ich garantiere Ihnen, 99% der Landwirte würden das Gleiche sagen. Behaltet euer Geld. Behaltet euer Geld. Wir wollen einfach nur von unserem Erarbeiteten leben können. Mehr nicht. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, Herr Reitschuster, wir gehen ja auf die Straße jetzt, nicht für eine bessere Work-Life-Balance oder sowas in der Art. Wir gehen auf die Straße, um darum zu bitten, den Gesetzgeber, dass wir arbeiten dürfen. Wo gibt's denn das heutzutage noch? Das ist ja irre. Wir wollen nicht 2, 3, 4, 10% mehr Lohn haben. Wir wollen einfach nur unsere Existenz. Wir wollen eine Sicherheit haben, dass wir unseren Kindern und deren Kindern unsere Flächen, unsere Höfe übergeben können und dass sie nachhaltig weiter bewirtschaftet werden. Ich kann das gar nicht glauben, auf was für ein Niveau wir hier gerade reden und diskutieren. Das gibt's. Ich garantiere Ihnen, ich kenne kein anderes Land, wo das so irre ist wie bei uns. Holland ist jetzt so ein Sonderfall. Wie gesagt, da gibt man denen wenigstens das Geld dafür. Bei uns, wir sterben ja gerade wie die Fliegen. 2000, ich weiß nicht, ob es erwähnt habe, aber ich muss noch mal sagen, 2000 Schweinemastbetriebe in einem Jahr weg. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das heißt. Die Landwirtschaft hat sich ja in den letzten seit 1990 eh schon halbiert. Das ist vollkommen irre. Und dann müssen wir uns anhören, wir wollen ja die kleinen bäuerlichen Strukturen stärken. Ja, Käse, genau das Gegenteil passiert doch gerade. Die sterben doch als erstes weg. Das ist lächerlich, was hier läuft. Ja, es ist sehr traurig. Man ist fast sprachlos, was bei mir selten vorkommt. Das ist wirklich abenteuerlich. Aber Ihr Betrieb, der funktioniert im Moment noch, oder geht das? Ja, aber das liegt ja auch da, weil meine Frau in weiser Voraussicht damals bei uns die Tiere abgeschafft hat und das nicht weitermachen wollte. Hätten wir unendlich viel Geld in die Hand nehmen müssen. Meine Frau hat dann zweites und ein drittes Standbein aufgemacht. Sie hat Gastronomie. Wir haben also ein Café bei uns auf dem Hof, einen Biergarten und haben jetzt sogar noch 2017 in ein Hotel investiert. Und das läuft gut. Aber diese Optionen haben nun mal nicht andere Landwirte, weil sie vielleicht in der falschen Gegend wohnen. Genau das Gleiche ist so Hofläden oder so, die liefen ja in der Corona-Zeit jetzt auch ganz gut. Das bricht auch gerade so wieder ziemlich stark ein, weil ich sage ja, der
der normale Bürger draußen guckt jetzt halt, dass er seine Energiekosten zahlen kann oder alle anderen hohen Kosten. Und das ist halt gerade total irre, was hier läuft. Wir kommen klar, um es so zu machen, aber viele tun es halt nicht. Und das tut einem richtig weh, wenn man das sieht. Und wie leidensfähig die Landwirte sind, die schreien halt nicht. Und wir haben momentan ein ganz leises Hilfesterben. Und das ist einfach das Traurige. Das macht mir richtig Angst. Und die Gesetzesvorhaben, ich habe ja eben nur so ein paar Bruchteile erzählt. Wir mussten übrigens auch noch nicht nur die roten Gebiete melden, also die Grundwasser, sondern wir mussten vor 3 Monaten sensible Gebiete melden an die EU. Und Deutschland hat es mal wieder fertiggebracht, nicht nur die Nationalparks zu melden, wie Frankreich das gemacht hat. Die haben ihre 4, 5 großen Nationalparks gemeldet. Wir haben jedes Landschaftsschutzgebiet, Artenschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Naturschutzgebiet gemeldet. Das heißt, wir haben eine Kulisse von halb Deutschland. Und auf diesen Flächen darf kein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. So ist der Plan von der EU. Und ich erwarte, dass nicht nur die CDU, sondern auch die SPD und die FDP sich vehement gegen diesen Wahnsinn wehrt. Weil das, wenn das so kommt, wie Herr Timmermans und die EU das geplant haben, dann haben wir in fast 50% der Bundesrepublik Deutschland keinen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mehr. Auch für Biobetriebe. Biobetriebe müssen ja auch Pflanzenschutzmittel einsetzen. Die setzen Kupfer und Zink ein, auch gerade im Weinbau, essentiell, aber auch für Obst und Gemüse. Wahnsinn. Ich meine, wir haben bei Obst und Gemüse nur einen Selbstversorgungsgrad in Deutschland von unter 30%. Wir waren 1990 autark in Deutschland. Und da sind wir ganz weit von weg. Wir sind abhängiger, als wir es jemals waren. Und das ist eine Gefahr, die wir überhaupt nicht sehen. Wir sehen ja immer nur die Gefahr von Strom-Gasknappheit. Und selbst da haben wir keine paraten Lösungen. Und natürlich auch aus ökologischen Gesichtspunkten heraus ist es Quatsch, weil das muss ja transportiert werden, das Ganze. Dann kommen ja die Früchte aus anderen Ländern. Ja, vollkommen richtig. Aber ich verstehe gar nicht, ob man, muss man da einfach nur einen gesunden Geist haben? Haben andere das nicht? Ich weiß es nicht. Ist doch ganz klar, wenn ich einfach nur die Probleme outsource und die woanders dann viel schlechter gelöst werden. Ja, uns wirft man ja auch als Bundesrepublik Deutschland vor, dass wir an die 2% CO2 ausstoßen, auf der Welt. Wenn es so ist, selbst wenn es so wäre, sage ich mal so, dann machen wir doch mit unseren Produkten, mit unserer Wirtschaftsleistung, mit unseren hohen Standards, die wir haben, machen wir es doch besser, als andere es machen würden. Würden wir das nicht machen, andere würden es auch einzeln machen, hey, wäre der CO2-Ausstoß doch viel, viel größer. Das einem vorzuwerfen, der es so nachhaltig macht, wie es geht. Man kann immer besser werden. Darum geht es ja gar nicht. Keiner, wie gesagt, versperrt sich vor moderner Technik. Ich meine, allein in der Zeit, wo ich Landwirtschaft mache, in den 10 Jahren, haben wir einen Energiefortschritt, einen technologischen Fortschritt. Der ist Wahnsinn. Der ist ich sage mal, vom ersten Handy zum iPhone 14, aber in der Hälfte der Zeit. Allein wir in Niedersachsen haben aufgrund von technischen Möglichkeiten 42% Stickstoffdünger einzusparen. Von 17 bis heute. Das ist doch eine Leistung. Ich glaube, wir sind auch das einzige Ministerium, was momentan melden kann, dass sie die CO2-Bilanz einhalten, den Ausstoß, ist die Landwirtschaft. Haben Sie davon irgendwas gehört? Gar nichts. Hört Sie mir, könnt doch mal hingehen und sagen, hey, meine Bauern haben das geschafft. Wissing, du nicht mit deinem Verkehrsministerium, sowas in der Art. Nichts, gar nichts. Früher waren ja, als letzte Frage, weil wir sind schon zu weit in der Zeit, früher waren ja die Landwirtschaftsminister oft Landwirte, das ist jetzt nicht mehr so. Nee, die Kindergärtner. Ja, aber das ist ja, Herr Reitschuster, das wissen Sie ja auch. Ne? Ich meine, ich finde das auch nicht mal schlimm. Wir sind jetzt bei der Verteidigungsminister, die Ministerinnen, die wir letzten Jahre hatten, ist doch alles irre. Der Minister muss das nicht sein. Der Minister könnte sich ja Fachleute an der rechte und linke Seite holen, dann wäre das ja gut. Aber bitte keine ideologisch verblendeten Menschen, die als Staatssekretär oder hochrangige Mitarbeiter da sitzen, sondern wirklich Leute, ich sag mal, von den Unis holen oder so. Irgendwelche Professoren oder irgendein General, der dann da irgendwie sitzt bei dem Verteidigungsminister oder Ministerin und dann sagt, du, so ist es besser, wenn wir es so machen, weil ich kenne das, ich weiß das, ich bin vom Fach, ich habe Ahnung. Du nicht, verkauf das politisch gut, sieh zu, dass du nochmal wiedergewählt wirst. Da würde doch keiner was sagen. Aber momentan ist es halt komplett anders. Ja, vielen Dank. Ich musste während des gesamten Interviews immer wieder an meinen Freund Henrik M. Broder denken und an seinen Ausspruch, dass wenn Deutschland überdacht wäre, es eine geschlossene Anstalt wäre. Leider kam mir das immer wieder in den Sinn. Aber wir lachen noch, das ist der Galgenhumor. Aber was bleibt Ja. einem übrig, als zu lachen?
Heute im Interview Anthony Lee. Er ist einer der führenden Köpfe bei der Bauernbewegung LSV. Mit bewegtem Lebenslauf, früher schon Polizist und bei der Bundeswehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Lee. War mir eine große Freude. Vielen Dank für das Interview. Ganz meinerseits und vielen Dank Ihnen oder euch, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da wart. Bitte abonnieren, Like dalassen, Glocke unten anklicken, dann kommt es immer. Kommentar oder irgendeine Interaktion, da wäre ich sehr dankbar. Alles Gute, danke und ciao. Danke nochmal Ihnen, Herr Lee. Ciao.